Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Subnautica, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute mal wieder los. Wir haben eine Message, sehe ich gerade. Die gucken wir uns, hören wir uns natürlich mal an. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. That only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ja, das kann man auch auf die derzeitige Corona-Krise übertragen. Oh Gott, jetzt kann ich das Video nicht mehr monetarisieren. Das Wort darf man nämlich nicht mehr sagen. Aber egal. So. Gut. Ja, was steht heute an, Leute? Ich würde sagen, wir haben ja hier richtig geiles Zeug gelootet, Lithium unter anderem mit unserer wunderbaren verrottend Lampenbuschprobe. Richtig angepflanzt, wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Essen. Das kann man einfach so essen? Es gibt -3 Nahrung, ja, nicht gut. Ich weiß nicht, ob das Sporen gibt, wenn das weiter verrottet. Ich tue das jetzt mal bei Muscheln rein. Ne, hier ist alles voll. Eier. Auch viel voll. Warum habe ich bei Eier den Pirscherzahn? Okay, was sind hier Sporen? Okay, wir brauchen wahrscheinlich noch einen Spind. Hier ist ja. Wobei, wir machen es erstmal hier rein. Man kann es ja essen. Ist ja sogar richtig. So, hier, das tun wir auch mal hier rein. Dann wird das hier anstatt Essen dann erstmal wieder irgendwie. Und ein Diamant haben wir schon. Gut. Wertvoll. Also, da kommt hier mal das Gold rein. Silber haben wir mittlerweile auch sehr viel. Diamant, Lithium. Das heißt, wir nehmen mal Kupfer hier raus. Und Blei vielleicht auch. Blei haben wir jetzt auch schon relativ viel. Das ist dann auch nicht mehr ganz so wertvoll. Lithium rein. Also hier haben wir nur noch Gold, Silber, Diamant und Lithium erstmal hier drin. Gut. Dann bauen wir mal neue Spinde. Wir brauchen Spins. Spinte. So, machen wir hier mal noch einen hin. Warte mal. Ich muss mal Bauteil. Hier. So, zeig mal her. Hallo. Ach, stimmt. Wir haben hier so einen Energietransmitter. Er hört die Reichweite einer Energiequelle. I don't know what for. Bioreaktor. Wir haben Leitern. Zuchtbehälter. Standteil unbekannt. Ist das beim Zuchtbehälter auch so? Ja. Modifizierungsstation brauchen wir. Sehe ich ja jetzt erst. Aber Bestandteile unbekannt. Das heißt, die müssen wir auch erstmal finden. So, das heißt, der Spind hier, da machen wir dann Blei erstmal. Hier ist Blei. Blei und Kupfer, oder haben wir für Kupfer einen eigenen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal. Nee, das war bei wertvoll. Da machen wir Blei und Kupfer. Ach, komm jetzt. Blei und machen wir ein Plus. Kupfer. Hallo? Kann ich nicht mehr schreiben da drauf? Sieht fast so aus. Dann wissen wir ja, was damit gemeint ist. Und dann kommt das da auch rein. Neuen Spind brauchen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Das heißt, den Rest des Titan legen wir mal weg. So, gut, jetzt müssen wir uns erstmal wieder was jagen, denn wir haben Hunger. Wie dicke. Egal, wir nehmen alles. Wir könnten auch mal. Stimmt, das können wir auch mal machen. Wir jagen jetzt mal ein bisschen was mehr Zeug und werden die mal in Salz, mit Salz verarbeiten, sodass wir da nicht immer die ganze Zeit kochen müssen. Machen wir uns mal einen kleinen Vorrat gerade. Und dann ist das Ziel der heutigen Folge, weitere Fragmente zu finden, würde ich jetzt mal sagen. Weiß gar nicht, haben wir das schon mal gemacht, mit Salz gekocht? So, wir haben ja hier ganz viel Salz. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Also, jetzt haben wir hier gepökelte Nahrung. Das heißt, gepökelter Boomerang. Das gibt dann wahrscheinlich weniger Wasser, also weniger für den Wasserhaushalt wieder. Aber es ist einfach haltbar. Es ist einfach haltbar. Haltbare Nahrung, die man dann auch mit auf Reisen nehmen kann, eventuell. So, und dann machen wir uns gleich nochmal frische Nahrung für jetzt. Und das hier lagern wir erstmal ein.
Das dürft ja hoffentlich dann nicht mehr verrotten und schlecht werden. Ja, jetzt ist auch mal gut jetzt. So, das tun wir hier mal rein. Oder? Das wird nicht schlecht. Es gibt sogar Minuswasser. Ja klar, ist ja auch Salz. Macht durstig, aber hält sich lange. Was heißt hält sich lange? Ich hoffe für immer. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal als Vorrat angelegt. Das ist gut. So, dann gucken wir mal. Ah, unsere geile Seemodde hier. Wir brauchen auch nochmal Wasserfische. Die scheint es immer seltener zu geben, habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht rotten wir die auch langsam aus. Hallo, Gummi. Na komm. Nachts sieht man die besser als tagsüber. Da kann man die besser jagen. Die scheinen auch irgendwie ein bisschen mehr an der Oberfläche einfach immer zu sein. Ah, das war daneben. Ah, komm her. Wo ist er? So. Gut. Das reicht ja auch erstmal, oder? Müsste für den ersten Teil reichen. Ah, komm, den da. Ah. So. Okay. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Dann machen wir erstmal ein bisschen Wasser. Was ist das eigentlich? Ist keimfrei. Okay, das habe ich ja verstanden. Man braucht nur Chlorbleiche dafür. Aber was bringt uns keimfrei? Ich meine, das normale Wasser, ist das nämlich schlechter? Weil wir wären ja nicht krank oder sowas. Ja, keine Ahnung. Haben wir das nicht auch mal gesammelt? Haben wir das nicht sogar? Ich werde mal gucken. Hatte ich nicht irgend so eine Pulle gesammelt? I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Kasten Wasser hier zusammen. So, dann braten wir uns mal hier Lochfisch. Noch ein Lochfisch. Und dann gibt es noch einen Geglubscher. Und ein Bumerang. So, das war's erstmal. Aber jetzt können wir hier erstmal ein bisschen was tun. So, so, so. So, so, so. Und den Rest können wir hier erstmal einlagern. Habe ich die hier drin? Nee. Ich dachte, ich hätte so eine Pulle mal eingesammelt, aber offensichtlich nicht. Gut, dann haben wir auch noch zwei Salz über. Kommen hier wieder rein. Haben wir jetzt mal ordentlich gehaushaltet hier, würde ich sagen. So, gut, ja, hier unsere Seemodde, die hat natürlich auch schon ein bisschen was einstecken müssen. Auf 40 ist sie halt nur noch. Aber was willst du machen, ne? Weil zur Not können wir uns eine neue bauen, aber okay. Hab ich eigentlich... Hatten wir nicht einen Kompass gebaut? Und wo ist der? Ach, der ist hier. Der ist bei uns drin. Alles klar. Nee, dann ist ja gut. Der ist ja da oben. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung wir letztes Mal geschwommen sind. Ja, ich würde gerne mal... Ich guck mal gerade nach oben. Wo ist die Aurora? Das Ding. Da. Okay, weil von der Aurora, wir sind relativ nah an der dran. Das heißt, ich bin mal eher in die Richtung hier. Wir fahren mal in die Richtung. Wir mal hier an unserem alten Haus zu Hause vorbei. Und dann gucken wir mal, was da noch alles auf uns wartet. Ist doch, glaube ich, gar nicht mehr so schnell, das ganze Gelöt hier, oder? Kommt mir das nur so vor. So, hier ist unsere alte Villa. Der Strom haben wir mit dem Ding hier noch genug. Also das ist ja nicht das Problem. Nur halt das Leben nicht mehr ganz da, wo ich es gerne hätte. So, mal gucken, vielleicht kommt in die Richtung ja auch nochmal dieses eine Biom. Wo wir letztes Mal waren, weil
Da gab es ja dann auch halt sehr, sehr viele Baupläne. Boah, es ist gerade sehr hell. Ich sehe hier gerade sehr wenig. Aber versuchen wir mal so an der Oberfläche auch ein bisschen zu bleiben. Und dann gucken wir einfach mal. Also unter uns auf jeden Fall noch dieses grüne Biom. Jetzt haben wir eine Nachricht. Bringt mir nichts. Ist eigentlich der eine noch angezeigt? Ja, da. Aber das ist halt 300 Meter tief. Da können wir nicht hin. In was für eine Richtung fahren wir jetzt? Nordwesten, oder? Zu Hause, Signalboje, ja. Okay, fahren wir weiter Richtung Nordwesten. Da kreisen die Dinger. Das heißt, unter uns ist jetzt... Ey, ist schon das. Es ist hier schon. Oh, Kacke. Warte mal. Dann sind wir hier an der Grenze. Dann sind wir ja schon da. Das ist doch gut. Dann gehen wir hier mal runter. Gucken, was wir hier alles finden. Hier sind natürlich jetzt nur diese Kackfische, ne? Die Stromfische und diese dickeren, mit denen ich nichts zu tun haben will. Was ist das? Ach, das ist das. Ja, vielleicht finden wir hier wieder ein paar Teile, ein paar Lithium-Sachen. Das ist wieder ein Kreaturenei. Aber wir brauchen auch mal wieder Salz. Wir holen das da mal mit. Ist das Salz? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da! Lithium, Leute! Boah, geil. Ich glaube nicht, dass die böse sind, aber ich glaube, wenn man sie berührt, kriegt man einen gesenkt, oder? So stelle ich mir die Dinger vor. Sicher weiß ich es natürlich nicht. Alter, er schreckt mich nicht so. Ich bewege mich nicht mal und ihr donnert hier gegen. Es kann doch nicht euer Ernst sein. So, hier gibt es noch ein paar Sachen, die nehmen wir mit. Wir müssen auch sehen, dass wir hier nicht mit überall anecken. Das ist nicht gut. Blei. Haben wir denn hier noch? Ist hier noch was in der näheren Umgebung? Nee. Oh, no. Okay, wir gehen mal hier mitten durch. Gucken, was wir hier noch finden. Da ist schon wieder Lithium. Sehr gut. Machen wir hier die Lithium-Folge. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber egal, wir haben es. En masse. Und Teile hätte ich ganz... Da, was ist das da? Oh, das sieht wichtig aus. Das ist ein Lenkrad, Leute. Zyklop-Brückenfragment. Das haben wir da... Haben wir davon nicht schon eins oder so? Zyklop-Brückenfragment. Ja, zwei haben wir. Eins brauchen wir noch. Und, nee, das ist ein Ei. Ist in denen hier eigentlich was drin? Irgendwie was Wichtiges? War das Blei? Gold? Lithium? Leute, das wird heute eine Folge, du. Wir werden uns hier richtig, richtig reich machen. Man, es wird sich rumsprechen auf diesem Planeten. Ja, da kann ja niemand sprechen. Aber, hey. Who the fuck cares? Aber an diesen Gewächsen hier ist nicht wirklich irgendwas dran, oder? Was man looten sollte, könnte, muss. Aber dieses Biom scheint auch... guck mal, hier ist so ein riesiges Salzteil. Scheint auch so ein bisschen aufgeteilt zu sein, habe ich das Gefühl. Oh, was ist hier? Wir waren ja auch schon in der platteren Gegend davon. Modifizierungsstation-Fragment. Leute, holen wir mit. Auch 2 von 3. Habe ich das hier schon alles gescannt eigentlich? Was ist
da? Da liegt doch irgendwas. Zyklop-Rumpf-Fragment. Hatten wir das nicht komplett schon? Baumplan, Zyklop-Rumpf-Bauplan, was auch immer das ist. Aber das ist bestimmt nicht schlecht. Und auf keinen Fall jetzt hier verlaufen und unsere Seemodde verlieren, dann haben wir ein riesiges Problem. Weil wir brauchen die natürlich zum Luftholen hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, weg sind Richtung Nordwesten. Also wir sind hierhin unterwegs. Ich will nur nicht aus diesem Dschungel hier raus, ehrlich gesagt. Weil da warten dann bösere Sachen. Boah, ich bin durch das Ding durch. Es hat nichts gemacht. Doch, es hat Damage gemacht, oder? Wir haben nur noch 32, scheiße. Das ist nicht gut, Leute. Geht's auf jeden Fall hoch, irgendwie. Das ist ein riesiger, guck mal. Hier sind auch irgendwelche komischen Pflanzen. Mal scannen. Hallo? Kann man, ist das nichts? Nee, das ist glaube ich nichts. Oh. Hat er jetzt Damage gemacht? Nee. Oh, hier sind Sachen. Da ist nochmal so ein Rumpfding. Aber das haben wir jetzt. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, immer, ey, ich höre auf zu blinzeln, ne? Weil ich so krass aufpasse. Und dann gehen meine Augen hier komplett kaputt. Tauchdock-Fragment. Die trennen jetzt auch noch. Weil ich hier nicht blinzle vor lauter Aufregung. Eieiei, Leute. Neuer Bauplan. Tauchdock. Ich weiß nicht, ob wir einen Doktor brauchen, aber immerhin. Tauchdock ist vielleicht nicht das Schlechteste. So, hier haben wir wieder so eine blöde Kapsel. PDA. Integrating new PDA data. Noch sonst irgendwas? Nix. Nix zu looten hier! Langweilig. Scheint aber tatsächlich leer zu sein. Aber wir haben irgendwie Glück mit den Fischen, oder? Hier ist kein großes Viech irgendwie. Zumindest noch nicht. Wir gehen mal gerade ein bisschen weiter hoch. Muss man gerade, damit wir hier besser drüber gucken können. Vielleicht sehen wir dann besser die Fragmente, die eventuell hier liegen. Das ist... Wann kann man das eigentlich abbauen, das Zeug hier? Das wäre ja auch ganz geil. Guck mal, ein riesiger Lithiumblock. Südwesten, jetzt fahren wir ja wieder zurück. Das wollte ich jetzt nicht. Wo ist der riesige Baum? Da. Wir müssen in die Richtung hier. Hör doch auf, dagegen zu klatschen. Wir können auch gar nicht mehr so viel tiefer, tatsächlich. Ist das Salizium? Modifizierungsstationsfragment, das ist gut. Das ist ja klein. Ein Glück, dass wir das gesehen haben. Ha! Neuer Bauplan, Leute. Wir haben heute richtig die Baupläne hier am Start. Welcome aboard, Captain. Das sind Sounds, die will man einfach nicht hören. So, was haben wir da? Tauchdock! Schon wieder. Haben wir schon. Das da ist bestimmt auch Tauchdock, oder? Jo.
Nord, Nordwest. Oh. Da kann ich nicht hin. Ah, boah, ich dachte gerade, das ist eine Schlange. Aber die Steine hier können wir noch mitnehmen. Haben wir 20 Minuten? Okay, ein bisschen noch und dann gehen wir auch langsam zurück. Wollen ja noch gucken, was wir für Baupläne haben, oder? Lithium, Leute, ich sehe alles. Da kriegt er mich nicht. Wir müssen sehen, dass wir jetzt nicht viel tiefer gehen, sonst geht unser Schiff kaputt. Hier war Ed Stein. Ey, wir müssen echt aufpassen. Ich muss hier runtertauchen. Da ist nämlich was. Die Club, wo haben wir das? Hallo, hallo, hallo. Scannen! Boah, du Dumpfbacke, ey. Ha! Noch ein neuer Bauplan. Ja, Leute, wir sind so gut. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt zurück, damit wir die Baupläne noch auschecken können. So, in welche Richtung müssen wir? Nach West. West. Südwest. Südwest. Da. Also eigentlich in die Richtung. Okay, dann gehen wir mal hoch und ab in die Richtung. Ist da irgendwas? Nee. Das ist ein Riss in unserer Kapsula. Ist da irgendwas drauf auf dem Ding hier? Im Großen? Ah, das ist so einer, ich dachte gerade. Ja, ist aber nichts drauf hier, ne? Nee. Gut. Dann ab zur Signalboje. Boah, hier in diesem offenen Gebiet ist es schon eine haarige Angelegenheit, oder? Wenn da irgendwas auftaucht aus dem Nichts, dann gebe ich auf. Könnte mich einweisen. Könnte auch so schon. Ach, Leute. Jetzt bin ich gespannt, was wir für Baupläne alles haben hier. Überhaupt keine Ahnung, was Tauchdock ist oder was hier, was wir noch da haben. Zyklopbrücken-Dings. Keine Ahnung. Hier haben wir dann irgendeinen Partner, einen Zyklopen oder so? Wäre natürlich geil. Hier zu zweit durchtingeln. Einer, der auf mich aufpasst. Ja, das hätte ich gerne. Oh, Heimat. Hier ist es einfach am schönsten. Definitiv. Ding. Wir können, glaube ich, nicht noch so einen Ausdruck hier mitmachen. Wir haben jetzt 8 und... Was hat eine 40, ne? 18 Damage haben wir dann gekriegt. Ah, wenn das Ding halt kaputt geht und wir sind da unten, dann ist das nicht gut. Klar kann man dann eventuell es noch bis nach oben schaffen, aber man muss jahrelang zurückschwimmen. Und das ist ja nicht cool. Deswegen, wir sollten vielleicht gucken, dass wir vielleicht eine neue bauen. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Elemente gefunden. Ist ja vielleicht jetzt nicht das absolut tragischste, eine neue Seemotte zu bauen. Aber vielleicht haben wir ja irgendeinen Bauplan jetzt, wo wir die reparieren können. Das wäre natürlich noch besser. Richtig? Ja, ja. Oh, Leute, da ist er. Unsere Heimat. So. Okay, steigen wir erstmal aus, gehen wir erstmal hier rein und sortieren erstmal die Sachen ein, würde ich sagen.
wertvoll. Haben wir wieder einiges mit. Wir haben Silber, zweimal Gold. Oh, wir haben sogar Diamant gefunden. Und massig Lithium. Passt hier schon alles nicht mehr rein. Toll. Gut, dann. Hier auf jeden Fall Blei und Kupfer. Wir haben gar nicht so viel Kupfer. Vielleicht müssen wir nochmal unsere Kupfer, Vorräte irgendwie auffüllen. Das können wir ja hier in der Heimat machen. Eigentlich. Jetzt habe ich ein Lithium über, ey. Egal, vielleicht brauchen wir es bald. So, gut, dann würde ich sagen, wir trinken noch einen und essen noch was. Essen wir mal hier was Gepökeltes. Zack. Sehr gut. Und zweimal was trinken. So, dann geht es uns auch wieder besser. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, was haben wir denn hier? Wir haben das hier. Modifizierungsstation. Fortgeschrittene Fabrik zur Modifizierung von Überlebensausrüstung. Können wir bauen. Braucht einen Diamant, Leute. Dann haben wir hier Tauchdock. Dock für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Hüllenstärke. Ist ja gar nichts. Schmierstoff, Blei, zwei bauen wir. Braucht halt viel Energie, aber hey. Gucken wir uns an. Wir bauen das mal. Also, was war das jetzt? Ach Gott. Was war das jetzt? Zwei Titanbahn, Schmierstoff, Blei. Das ist doch easy. Nee, Blei habe ich jetzt hier. Alter, geh doch in den... Zweimal Blei. Zweimal Titan... Spacko. Zweimal Titan... Barren. Und einmal Schmierst... Alter! Ich krieg's nicht raus. So. Okay. Jetzt ist das wieder dunkel hier. Wie mache ich das? Wo mache ich das hin? Vor allen Dingen. Okay. Kann ich das verbinden? Kann man da, gibt es da einen Eingang dann von der Basis? Boah, ich habe keine Ahnung. Leute. Das muss ja unten... Warte mal, man geht doch da... Wie drehe ich nochmal Sachen? So nicht. Mit der Leertaste? Nee. Wie drehe ich denn nochmal Sachen? Kann ich Sachen nicht drehen? Von wo ist hier der... Wo ist hier der Eingang, Leute? Das ist doch die Frage. Oder gibt es überhaupt keinen Eingang? Ach Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo man das hinbaut. Ich würde das jetzt am liebsten drehen... Und da dran bauen. Aber wo steht denn sowas nochmal? Ich weiß nicht, wo man dreht. Ich probiere gerade ein paar Tasten aus, aber das passiert nicht. Ah! Also von der Höhe her muss es doch eigentlich so sein, oder? Das ist die richtige Höhe. Oh. Jetzt habe ich nicht auf meinen Sauerstoff geachtet, liebe Freunde. So, wir bauen das jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Ich baue das jetzt. Ist mir jetzt scheißegal. Dann werden wir es halt später irgendwie anders verbinden. Ich baue das jetzt so, wie ich denke, dass es irgendwie passen sollte. So, ich meine, kostet halt auch nur Sachen. So, in der Höhe baue ich das jetzt hier hin, ist mir jetzt egal. Konstruieren, dekonstruieren. Kannst ja auch dekonstruieren. Okay, Leute, ey, wir haben so ein Ding gebaut, ne? Vielleicht gibt es aber auch gar keinen Eingang. Das hat sich verbunden! Hat sich das jetzt verbunden? Leute, absoluter Profi! Wir haben einen Pool!
Wie geil ist das denn? Was kann ich jetzt hier machen? Okay, wir gucken gerade nochmal, was noch da ist. Scannerraum. Ortet Ressourcen und Wracks in Reichweite. Können wir auch mal bauen, kostet nichts. So, dann haben wir hier die ganz normalen Sachen. Zacki, zacki. Ist die Luftpumpe, Flutlicht, bla bla bla. Wie sieht es denn mit der Energie jetzt eigentlich aus? Ist aber noch genug da, oder? Sonst hätte der mir was gesagt. Ja, die Modifizierungsstation bauen wir. Aber dann in der nächsten Folge. Sonstiges, das ist alles gelöt. Okay. Ja, die müssen wir bauen noch. Was ist das denn? Wo baut man denn das hin? Das ist nicht so groß. Guck mal, das ist nur so ein kleines Teil. Aber wo soll man das jetzt hinbauen? Wir brauchen unbedingt diesen Mehrzweckraum, Leute. Ja, aber gut, machen wir in der nächsten Folge. Denn dieses ist jetzt zu Ende. Leute, wir haben hier einen Swimmingpool gebaut einfach. Ist doch geil. Das ist doch geil. Oder? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier weiter mit Subnautica. Aber nee, warte, was versuchen wir? Wir versuchen gerade noch eine Sache. Und zwar die da mal reinzufahren. Vielleicht kann man die dann reparieren oder so. Die wird automatisch hier angebödelt. Kacke, das war daneben. Bin ganz aufgeregt. Guckt euch das mal an da. Kann die jetzt repariert werden? Ich glaube, die wird nicht repariert jetzt. Leider. Egal. Immerhin. Batterie lädt sich. Batterie lädt sich. Die Integrität nicht. Okay. Aber haben wir nicht? Warte mal. Das probieren wir jetzt auch noch. Was ist, wenn ich das hier benutze? Hätte ich das auch unter Wasser machen können? Leute, wir haben unsere Seemaut repariert. Leute, tolle Folge. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Subnautica, bis dahin. Macht's gut. Euer Brilli. Tschüss.